Aber es spielt keine Rolle, welche Religionen oder Weltanschauungen man anblickt oder untersucht. Es ist ein Grundproblem der menschlichen Conditio in Abspaltung seines Körpers vom kontrollierenden, kontrollieren wollenden Ich-Bewusstsein. Jede der Systeme, sogar der Buddhismus, haben eine Form von Unendlichkeitsphantasma, Unsterblichkeitsphantasma, irgendeiner individuellen Entität. Und seien sie halt hier im Buddhismus in invertiert negativer Form des, der Möglichkeit des Verlassens des verderblichen Körpers, des Nicht-Wiederkommen-Müssens, des Aufgeben allen Körperlichen und somit in einem Restzustand von nicht mehr den rekombinatorischen Zwängen der Zwangspeitsche unterliegenden Zustand eine Unsterblichkeit sozusagen im Nichts, in der Aufgelöstheit, in der Erlöstheit, in der Abgelöstheit. Die anderen Weltanschauungssysteme, die mal das Unsterbliche oder das Sensationelle im Jenseitigen oder im Diesseitigen verorten, brauchen wir hier nicht besprechen, weil das allzu durchsichtig ist. Aber weder das eine noch das andere ist die Erlösung, die Lösung, die wahre Erkenntnis. Man müsste eine Zeitmaschine haben, um zurückzureisen, um zu fragen Buddha, was er denn eigentlich gewollt und gemeint habe.